schaue ich in den Spiegel und sehe mich als ein außerirdisches Wesen. Wer bin ich? Ich denke, warum habe ich diese Augen? Warum sehen meine Hände so aus? Warum sehe ich die Farben, die ich sehe? Warum denke ich so, wie ich denke? Ich habe mich nicht entschieden zu existieren. Ich wurde erschaffen. Jeder einzelne Teil meines Körpers, jedes Molekül meiner DNA ist Teil einer Geschichte, die seit Millionen von Jahren erzählt wird. Ich existiere nur durch die Entscheidungen und Opfer, die von so vielen anderen vor mir erbracht wurden. Aber ich weiß nicht, wer sie waren. Und welche Auswirkungen werden meine Entscheidungen auf all jene haben, die nach mir kommen? Vielleicht ist das ein Teil davon, ein Mensch zu sein. Jede Spezies ist Teil dieser Geschichte, aber unsere ist die einzige, die sich dessen bewusst ist.